dazu zu sagen, Sex kann unsere flüchtige Berührung mit dem Absoluten sein. Das ist natürlich eine wirklich starke These und ist es für Sie die einzige Möglichkeit, wie wir dem Absoluten begegnen können? Vielleicht nicht die einzige Möglichkeit, aber dennoch, wie soll ich das sagen, die Grundmöglichkeit. I think that one should read here Freud correctly. When he speaks about Todestrieb and so on, he describes a certain structure of failure. But it's only through this failure that a point of reference, the absolute point of reference, emerges as das Verfehlte. I will give you an extremely simple example. I think